Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. So, dieses Mal, wie versprochen, geht es weiter mit ein bisschen mehr Objektorientierung und zwar mit abstrakten Klassen. Dazu habe ich hier mal einen Hund und ein Tier gemacht. Kann man übrigens erstellen über New und dann Python-File. Ist kein Hexenwerk. Und das Tier ist ein sogenanntes abstraktes Konzept in der Wirklichkeit. Also im Prinzip gibt es keine Tiere als solche. Es gibt Hunde, es gibt Katzen, von mir aus noch keine Ahnung was sonst. Und die gibt es dann tatsächlich so. Aber ein Tier ist ein Konzept, ein Sammelbegriff für mehrere Sachen sozusagen. Und dieser Sammelbegriff, der hat ein paar Sachen, zum Beispiel jedes Tier kann laufen. Aber ein Hund läuft anders wie eine Katze oder noch mehr anders wie ein Mensch. Denn ein Mensch hat nur zwei Beine und ein Hund hat vier. Und deswegen kann jedes Tier laufen, aber man kann allein vom Sagen, dass es ein Tier ist, kann man nicht wissen, wie es laufen muss. Und deswegen gibt es sogenannte abstrakte Methoden auch. Die werden wir jetzt erstmal importieren. From abc import abc meter und abstract method hier. So. Und jetzt kreieren wir erstmal hier eine Klasse, nämlich die Klasse Tier. Braucht von nichts erben, das ist tatsächlich die Oberklasse. Und wir setzen hier einfach die Meta-Klasse, Meta-Class gleich abc-meta. So, und sagen damit reformat file von mir aus, ja, weil du da unbedingt noch eins brauchst, für dich. Okay, und sagen, okay, wir haben hier, keine Ahnung, irgendwelche Methoden, bla bla bla, interessiert uns nicht, das könnt ihr dann alles für euch machen. Ich möchte euch nur das Abstrakte jetzt zeigen. So, also diese abstrakte Methode, die wird erstmal gekennzeichnet mit einem Add und dann Abstract Method. So, dieses Abstract Method bezeichnet, wie gesagt, einfach nur eine abstrakte Methode. Und jetzt gehen wir hierher und sagen def, wie bei einer normalen Funktion. Und dann, was hatte ich gesagt? Laufen. Okay. So, dann kommt hier dieses Self. Und was man dann macht, ist folgendes, man schreibt hier einfach Pass rein. Und das war es auch schon. Das ist eure abstrakte Methode und alles, was jetzt von dieser Klasse Tier erbt, kann laufen. Logischerweise, denn es erbt ja davon, weil es hat ja dieses Laufen drin. Okay, so jetzt lassen wir uns diesen Hund doch mal vom Tier erben. Dazu schreiben wir erstmal hin Import, so wo war ich? Abstract Classes, das ist der Ordner hier, Punkt Tier, nein, andersrum, from Abstract Classes import Tier. So, das hätte ich gerne. Okay, jetzt sagen wir, okay, der Hund, eine Klasse Hund, erbt von dem Tier. So, und jetzt kriegen wir als allererstes mal einen Fehler. Und dieser Fehler besagt, jede Klasse, die von einer abstrakten Klasse erbt, also diesem Tier, das ja eine abstrakte Methode enthält, und jede Klasse, die eine abstrakte Methode enthält, ist auch eine abstrakte Klasse. Das heißt, jede Klasse, die von so einer abstrakten Klasse erbt, also unser Hund, muss alle abstrakten Methoden implementieren, also tatsächlich Code dafür haben oder selbst abstrakt sein. Und da unser Hund tatsächlich kein Konstrukt mehr ist, also ich meine, wenn wir jetzt noch ein Säugetier hätten, das wäre jetzt auch noch ein Konstrukt, das dürfte auch noch abstrakt sein. Aber ein Hund ist kein abstraktes Konzept mehr. Und deswegen brauchen wir hier jegliche Methoden, die wir implementieren müssen. Und dann kriegen wir hier so ein cooles Fenster und klicken hier einfach auf OK. Und jetzt muss hier der Code rein. Also wir definieren hier unser Laufen nochmal neu. Und sagen dann, okay, laufen, keine Ahnung, ich mache hier wieder mal nur einen Print rein. Genau. Ich bin sehr einfallslos heute, wie man sehen kann. Ja. So, und hier sehen wir auch, was auch für die IDE übrigens cool ist. Hier sehen wir Override Methods in Tier. Und wenn wir hier draufklicken, springen wir direkt wieder zur Tierklasse. Und hier sehen wir auch tatsächlich ist subclassed by, das heißt, wir haben eine Unterklasse von dieser Klasse hier erzeugt in der Klasse Hund. Wenn wir hier draufklicken, springen wir direkt wieder hier rein. Gut, typo. Ich möchte aber Hund schon stehen lassen. Ich weiß, es ist nicht Englisch. Sei gnädig mit mir. Danke. Gut. Ja, das ist eine abstrakte Methode und so implementiert man die dann auch.
Der Vorteil ist jetzt folgender, und das werde ich euch bloß erzählen, weil das ein bisschen komplizierter ist. Wenn wir jetzt einen Haufen Unterklassen von Tier haben, also sagen wir mal, wir haben noch Katzen, wir haben noch Eichhörnchen, was weiß ich, und wir möchten alle in einen einzigen Topf stecken, dann können wir das nur mit dem Konzept Tier zusammenfassen. Und dann möchten wir bei allen Tieren, die wir da reingesteckt haben, also bei Hunden, Katzen und Eichhörnchen, möchten wir die Laufenmethode aufrufen, weil die irgendwie dann alle Richtung, keine Ahnung, andere Stadt laufen. Und deswegen brauchen wir diese Laufenmethode. Jetzt können wir aber bei dem Tier, wie gesagt, nicht unterscheiden, wie laufen die. Wir möchten auch kein Tier als solches instanziieren können, sondern wir möchten nur Katzen, Hunde und Eichhörnchen instanziieren können. Und das heißt, wir kreieren uns erstmal diese Katzen, Hunde und Eichhörnchen, wo auch immer die herkommen, schmeißen die alle in eine Liste rein und dann laufen wir durch die Liste durch und rufen dort für jedes Objekt diese Laufmethode auf. Und es wird automatisch entschieden, wie schon bei der normalen Objektorientierung, dass eben die Laufmethode vom Hund aufgerufen wird, die Laufmethode von der Katze oder vom Eichhörnchen. Nur, dass wir eben nicht normale Tiere, also generelle Tiere, können wir hier nicht in unserer Liste drin haben, wenn man die überhaupt nicht instanziieren kann. Das kann ich euch gerade noch kurz zeigen. Wenn ich hier jetzt schreibe, ein Tier gleich Tier, Klammer, Klammer, dann kriege ich hier einen Fehler. Hoffentlich. Okay, ich kriege keinen Fehler. Naja gut, dann werde ich einen Laufzeitfehler kriegen. Auf jeden Fall kann man die eigentlich nicht instanziieren, hier diese abstrakten Klassen. Ja, das ist wie gesagt der Grund dahinter. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, was passiert, wenn ich das laufen lasse, nämlich diesen Laufzeitfehler, den möchte ich dann schon noch haben. Ein Tier.laufen. So, Klammer, Klammer. Ups, kein Semikolon, ich bin noch andere Sprachen gewohnt. So, jetzt brauchen wir hier oben eine neue Run Configuration. Edit Configurations. Das ist eine, die habe ich vorhin erstellt, die brauchen wir nicht. Jetzt nehmen wir hier einfach, gehen her und klicken auf dieses Plus, dann auf Python und dann haben wir hier eine Unnamed Configuration. Das heißt, wir können es aktuell laufen lassen, aber es hat noch keine Ahnung, was es tut. Ich nenne es jetzt einfach mal Hund, weil es genau die Datei ist, die wir ausführen, das bietet sich eigentlich immer an. Und dann wählt man hier dieses Skript aus, welches man gerne ausführen möchte. Das ist unter Abstract Base Classes der Hund. So, und hier könnt ihr dann noch die Parameter angeben. Also zum Beispiel, wenn jetzt der Hund irgendwie noch in seiner Main-Methode gibt es auch diese Args. Und diese Args könnt ihr eben hier angeben. Das war wie die Kommandozeilenparameter davor. So, und hier könnt ihr den Python-Interpreter auswählen, welche Version und so weiter und so fort. Hier könnt ihr die Optionen einstellen. Ist alles nicht so wichtig. Einfach hier auf OK klicken und dann habt ihr hier eine Run-Configuration. Jetzt könnt ihr das Ganze laufen lassen und debuggen. Und ja, wir sehen, wir haben hier tatsächlich den Code zum Laufen gekriegt, was mich sehr verwundert. Eigentlich sollte das einen Fehler geben, aber irgendwie ist das nicht ganz konsistent. Aber ja, ihr kennt jetzt auf jeden Fall das Konzept der abstrakten Methoden und vor allem der abstrakten Klassen hier mit der Meta-Class. Ja. So, das war's jetzt auch schon wieder. Und nächstes Mal gibt es dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwie GUI-Programmierung oder sowas. Mal gucken, was ich mir da noch einfallen lasse. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.